Flammen schlagen Meter hoch aus dem Dach, brennende Redbüschel fallen herunter. Das Gebäude, das da am Wochenende in Hamburg-Lichterloh in Flammen steht, das ist nicht irgendein Reetdachhaus, sondern ein sogenanntes Hufnerhaus, eines der wertvollsten und ältesten Baudenkmale der Hansestadt. Anwohner hatten die Flammen bemerkt und sofort die Feuerwehr alarmiert. Das Reet des Daches brennt wie Zunder. Meter hoch schlagen die Flammen in den Abendhimmel. In kürzester Zeit brennt das jahrhundertealte Fachwerkhaus Lichterloh. Das Feuer droht auf die Nachbarhäuser überzugreifen. Extreme Hitze lässt Scheiben bersten, Fensterrahmen aus Kunststoff verformen sich. Es war innerhalb von 5 Minuten stand das ganze Dach in Flammen. Innerhalb. Es war Wahnsinn. Da kam uns auch schon die Hitze entgegen. Es ist kurz emporgeschwollen, das Feuer. Ne? In ganz weniger Zeit. Gut 200 Meter Schlauchleitung muss die Feuerwehr legen, um Wasser aus der Dove-Elbe an die Brandstelle zu pumpen. Doch die Einsatzkräfte verlieren den Kampf gegen die Flammen. Innerhalb von 2 Stunden brennt das Haus aus dem 16. Jahrhundert völlig aus. Aktuelle Lage ist, dass quasi 80% des Dachstuhles inklusive Dachhaut abgebrannt und eingestürzt sind. Wir werden jetzt das Feuer so lange bekämpfen, bis auch die Rauchentwicklung weitestgehend sich neutralisiert hat. Und dann werden wir mit dem Radlader des THW das Gebäude quasi auseinanderziehen. Mit Atemschutz und schwerem Gerät unterstützt das THW die Feuerwehr bei der Bekämpfung der zahlreichen Brandnester. Menschen kommen bei dem verheerenden Feuer glücklicherweise nicht zu Schaden. Das geschichtsträchtige Haus aber löst sich im wahrsten Sinne des Wortes in Rauch auf. Am Morgen wird das ganze Ausmaß sichtbar. Von dem gerade erst aufwendig renovierten Hof steht nur noch die Fassade. Die Aufgabenstellung hierbei ist, so viel wie möglich von der Fassade, von der historischen Fassade zu erhalten, um zumindest von diesem denkmalgeschützten Gebäude noch einige Bestandteile erhalten zu können. Während Brandermittler noch nach der Ursache für das Flammeninferno suchen, wird klar, auch die Fassade aus dem Jahr 1559 ist wohl nicht mehr zu retten.